Ich möchte dich auch herzlich begrüßen und einen wunderschönen guten Abend euch hier in diesem wunderschönen Schloss Macht wünschen. Wie der Ottmar immer bereits gesagt hat, steht dieses Jahr die Kunst, Design und Handwerk unter dem Motto Art to Wear, also Kunst für die Antike. Ich habe heute die wunderschöne Aufgabe und darf ausgewählte Arbeiten von den hier anwesenden Designern präsentieren. Alle Arbeiten, ich wiederhole mich jetzt, sind Einzelstücke, die mit viel Liebe handgefertigt wurden. Wir können sehen, von konservativ bis modern. Danke. Maus. So. Es werden insgesamt 7 Modedesignerinnen hier ihre Arbeiten präsentieren. Aber jetzt möchte ich Sie nicht zu lange warten lassen und bitte die Ersten auf die Bühne. Bitte schön. Wie ich jetzt weiß, haben wir eine kleine Pause. Die ist umziehtechnisch nötig. Ich werde Ihnen inzwischen eine Kleinigkeit über Kunstmessen versuchen näher zu bringen. Bei dieser Verkaufsausstellung hier werden nur Arbeiten von ausgewählten Künstlern und Kunstwerken gezeigt. Jeder und jede von Ihnen verfügt über ein sehr hohes Niveau an handwerklichem Können und künstlerischer Eigenständigkeit. Sie können hier Arbeiten aus den verschiedensten Materialien, sehen, bewundern und natürlich auch kaufen. Das sind Kunstwerke aus Keramik, Holz, Glas, Leder, Schmuck, Papier, Textiles, aber auch Bildhauerarbeiten und bildende Kunst, nicht zuletzt auch meine Bilder, die im Haus verteilt hängen. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, die Organisation und die Veranstaltung von dem Ganzen hier liegt bei der Drei-Seen-Galerie in Seeham von Ottmar und Richelle Wimmer. Dankeschön an Ottmar und Richelle. Wir brauchen noch ein bisschen und deshalb werde ich Ihnen jetzt ankündigen, die kommenden Kunsthandwerksmessen, Märkte. Zum ersten Mal findet in der Altstadt am Cayetaner Platz vom 3. bis 4. August und 10. bis 11. August ein Kunsthandwerksmarkt statt, wo natürlich wieder internationale und nationale Kunsthandwerker ausstellen, ihr Handwerk vorführen und natürlich gibt es auch wieder Live-Musik. Der nächste in der Reihe ist dann bewundernswert zum 20. Mal der Kunsthandwerk Seeham vom 7. bis 8. September. Er feiert, wie gesagt, sein 20-jähriges Jubiläum und daher können wir eine Erfolgsgeschichte sehen mit bis zu 10.000 Besuchern jährlich. Auch hier ist das Besondere die Kunsthandwerksmeile und die Live-Musik. Und jetzt kündige ich Ihnen den dritten auch noch an. Das ist nämlich der Kunsthandwerksmarkt in St. Gilgen vom 21. bis 22. September. Dieser Markt hat ein besonderes Flair, da er eingebettet ist zwischen den Ufern, zwischen dem Ufer am Wolfgangsee und dem Ortszentrum von St. Gilgen. Auch hier wieder Live-Musik und die Kunsthandwerksmeile machen jetzt einen ganz besonderen Event. Und jetzt sehe ich gerade, die nächsten Models warten schon. Wir können wieder weitermachen. Ich habe noch ein paar letzte Worte an Sie zu richten. Wir haben jetzt etwas fürs Auge durch die Modenschau. Wie Ottmar bereits hier angekündigt hat, kommt jetzt was fürs Ohr. Es entführen uns nämlich Charlie Heidegger und Roberto Morales nach Südamerika mit musikalischen Gitarrenklängen und zwei exzellenten Stimmen. Sie sind einen Stock tiefer, können wir sie gut hören. Außerdem für unser leibliches Wohl muss sie auch gesorgt sein. Hier im Schloss Café Matze können Sie sich kulinarisch exzellent verwöhnen lassen. Außerdem gibt es eine Sektbar hier im Foyer. Somit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und Sie gehen jetzt zu den einzelnen Designern und auch zu den Schmuckdesignern und lassen sich beraten. Dankeschön. Noch einen schönen Abend.